Hallöchen Leute, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hitman Absolution. Beim letzten Mal haben wir uns an den Aufstieg gemacht und nun sind wir im Fabrikkomplex der Waffenfabrik. Und es wird der Hammer, hoffe ich. Wir haben auf jeden Fall einiges zu tun. Wir haben auf jeden Fall das ein oder andere zu tun. Nachdem wir in den letzten Gebieten für Aufruhr sorgten, würde ich behaupten, vor allem in dem letzten und in dem ersten. Part 2, Dexter Industries. Oh ja, mit dieser Mission ist Hauptzeit. Können wir eigentlich schwimmen? Nee. Okay, wir sind auf jeden Fall verdächtig. Aber ich glaube, hier wäre alles verdächtig. Oh. Ja. Den haben wir da vorne. Das könnte interessant werden. Yo. Was bist du für ein Trottel? Wir haben auf jeden Fall ein Scharfschützengewehr. Errungenschaft freigeschaltet. Schritt ins Licht. Wofür haben wir die Errungenschaft freigeschaltet? Sieht aus wie ein guter Aussichtspunkt. Ja, das, scheint mir so. Hallo du. Okay. Okay. Lass dich fallen. Was für eine Verkleidung hast du? Lass mich wieder umziehen. Und schleppen. Zählt das immer noch als versteckt? Jupp. Unter der Brücke, Teil 1. Wofür gab es den jetzt? Er muss sich abgesetzt haben. Okay. Was auch immer. Schön, dass wir das gemacht haben. Wahrscheinlich drei. Oh. Okay. Und dann zu dir. Ah. Bye. Okay, Leichen haben wir versteckt. Easy. Gut, 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 gut. Ja, die. Gib mir mal lieber die, denke ich. Schraubendreher und Benzinkanister. Okay. Okay. Haben wir hier irgendwo noch eine Leiche? Nein. Aber ich frage mich, warum wir das dann nicht ins, so sehr ins Ziel spielt. Oh. Du verwendest die gleiche Munition wie das andere Gewehr. Das ist schlecht. Das ist schlecht, da muss ich doch noch mal tauschen. Nach unten klettern. Okay, wir könnten uns hier dranhangeln.
Okay. Warte, wir haben hier noch eine. Wir schleppen bei. Gut, das hätten wir erledigt. Anlage infiltriert. Okay, also wir könnten einmal durch die Lüftungsschächte. Sehe ich richtig? Dann. Ja, da will ich erstmal nicht hin. Da will ich erstmal nicht hin. Wir sollten das gleich nochmal machen. Schätze ich. Ja. Sehr ekelhaft. Lass mich das verlassen. Okay. Wer beobachtet mich? Klar. Wer hat mich jetzt bei der taktische Vision? Headshot, Headshot, Headshot. Bye. Was zum Teufel? Ich will doch eigentlich nur. Okay. Volle Kanne rein, Breitseite ist definitiv nicht die beste Methode. Da durch die Lüftungsschächte zu klettern, vielleicht auch nicht. Nun zu dir. Bleiben Sie so. Hey, keine. Trick. Kontrollpunkt. Wir dürfen da nicht rennen. Wir dürfen da absolut nicht rennen. Wir infiltrieren die Anlage, würde ich behaupten. Wir infiltrieren die Anlage. Alles ganz klar. Alles ganz klar. Okay, und er scheint sich abgesetzt zu haben, wird jetzt nicht getriggert oder wie? Ah. Unangenehm. Das ist unangenehm. Das scheint, sieht aus wie ein guter Aussichtspunkt. Jo. Das scheint mir sehr gut bewacht zu sein. Insgesamt scheint es das.
Wodurch wurde ich denn bitte entdeckt? Okay. Okay. Was zum Geier? Nicht fragen. Einfach machen. Ja, da zieht er die Grenze. Hier kann ich ihn nicht loswerden. Okay. Danke. Und... ups! Das countet aber auch nicht dafür. Das countet auch nicht dafür. Ups. Wahrscheinlich darf ich nicht entdeckt werden. Wahrscheinlich ist das der Clou. Ja, so. Okay. Und hab. Okay. Whoops. Was macht er da? Nichts. Alles cool. Okay. Ich weiß nicht, wo Sie herkommen, Mann, aber so läuft das hier nicht, okay? Oh. Na dann. Hey, ich mach hier nur Lulu. Pinkel hier nur, Mann. Alles cool. Und weg. Hi. Okay, da haben wir einen Hund. Da haben wir auf jeden Fall einen Hund. Okay, und da haben wir dich. Zentrale, irgendwas ist hier vor. Over. Save. Gib mir den Schraubendreher wieder. Dann hopp. Ab dafür. Sorry. Aber das konnte ich nicht. Das konnte ich leider nicht zulassen, dass ich deswegen auffliege. Er hat halt ziemlich laut gekläfft und es tut mir wirklich immer sehr im Herzen weh, wenn man irgendwelche Tiere töten muss, aber in dem Fall Zweckdienlichkeit.
In dem Falle Zweckdienlichkeit. Okay, was haben wir hier? Irgendwas gibt's da auf jeden Fall. Wir sollen da irgendwie rein. Okay. Au. Annäherungsminen. Mutterschlüssel. Was ist das? Als Maskottchen von Benny Backenhörnchen. Warum will ich mich als Benny Backenhörnchen verkleiden? Aber okay. Haben wir das auch gesehen? Ist cool, Mann. Wir könnten eine Annäherungsmine mitnehmen. Und, oder die Strg-Elide. Aber deswegen sind wir eigentlich nicht hier. Deswegen sind wir nicht hier. Okay. Ja, dann läuft es eigentlich ziemlich gut. Hoch. 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 Okay. Okay. Stillhalten. Stillhalten. Und nicht den Kopf verlieren. Nur nicht den Kopf verlieren. Danke. Führt zum Empfangsbereich. Jo, aber darum geht's ja nicht. Kann ich ihn noch irgendwie so loswerden, dass ich ihn auch entsorgen kann? Sieht nämlich nicht so aus. Scheint hier auch nicht irgendwo ein Versteck dafür zu geben. Und ich würde ihn doch gerne verstecken. Okay, kann ich das einfach öffnen? Wir hätten C4, wir hätten ein Messer. Oder C4. Das war's dann aber auch. Das war's dann aber auch. Führt zum Empfangsbereich. Das ist die Strg-Elite. Wir sind sichtbar bewaffnet. Annäherungsmine. Messer und Mutterschlüssel. Okay. Hoch hier. Dann zu dir. Ich kann ihn da nicht runterkicken, hä? Das musstet ihr mir natürlich nicht erlauben. Das muss reichen. Wir sind definitiv sichtbar bewaffnet. Okay. Okay, okay, okay. So, dann einmal kurz sondieren. Wir zahlen die Kilometer nicht, weil der Tacho nicht notariell bestätigt wurde. Ich fahre seit 20 Jahren LKWs und mir hat noch nie jemand gesagt, dass ich irgendwas bestätigen muss. Dir hat auch noch nie jemand gesagt, dass du gelegentlich mal duschen solltest. Geben Sie auf! Aber da kann ich dir auch nicht helfen. Was war das? Ich warne Sie! Kluge Entscheidung, Freund. Ja, alles cool. Ich komme jetzt zu Ihnen und leg Ihnen diese hübschen Armbänder an. Ganz ruhig. Ja.
Okay. Ins Gesicht. Was ist hier los? Nichts ist hier los. Würden Sie bitte einfach Ruhe bewahren? Einfach Ruhe bewahren. Fällt euch jetzt auf, dass ihr eure Taktik ändern müsst? Dies Trigger erlädt. Wir haben da immer noch wen. Wir hatten hier doch irgendwo so ein Erste-Hilfe-Ding. Dafür wäre es wohl mal Zeit. Und jetzt ist hier alles hinter mir her. Sehe ich das richtig? Okay, Beweissammler hätten wir abgeschlossen. Sie haben doch nichts dagegen, oder? Das und das. Aufpassen! Er zielt auf den Kopf! Wow, das fällt euch jetzt auf. Ihr seid echte Vollidioten. Wisst ihr das überhaupt? Niemand erschießt hier irgendwen. Shit! Okay, okay, okay. Okay. Das zählt immer noch als 1. Und das ist halt das Problem. Wenn das hier immer noch als 1 zählt. Wir zahlen die Kilometer nicht, weil der Tacho nicht notariell bestätigt wurde. Ich fahre seit 20 Jahren LKWs und mir hat noch nie jemand gesagt, dass ich irgendwas bestätigen muss. Dir hat auch noch nie jemand gesagt, dass du gelegentlich mal duschen solltest, Cowboy. Aber da kann ich dir auch nicht helfen. Oh. Irgend so ein super Kilometer Geld. Lies doch den scheiß Tacho selbst ab, du fette Kuh. Okay. Das ist Belästigung. Dafür muss ich dich melden. Du. Ja. Das ist nicht so gut gelaufen. Okay, also zu der wichtigeren Frage. Wie komme ich da jetzt ungesehen rein? Okay. Hier ist niemand verletzt, alles cool. Verkleiden. Mm-hmm.
vielleicht, ich es bin wird ein keiner Idiot. Draufgehen. Ich arbeite seit Jahren hier. Sie und es kommen ist doch mir nicht, was passiert. Mr. Dexter will nur beweisen, wie sicher diese kleinen Scheißer sind. Okay. Bye. Ich bin raus. Verarschen Sie nicht! Bleiben Sie, wo Sie sind. Rühren Sie sich nicht. Geil. Okay, dann hätten wir das erledigt. Ups. Da hast du wohl Pech gehabt. Oh, das ist eine andere Ernährungsmine. Shit. Oh, der Dummy-Arm. Der wäre es gewesen. Das Radio hätte ich weitermachen müssen. Oh, warte. Creston, Panama. Mr. Travis. Ich hoffe, das ist ein verdammter Notfall. Sie wissen, das ist mein Pri... Ich fühle mich sehr geehrt. Oh. Gott segne Sie. Ich glaube, das sehen wir beim nächsten Mal nochmal. Sauberer Wurf. So, es geht los, Mädels. Der war einmal. Au. Man darf ja nicht jeden Tag eine Legende töten. Oh oh. Das sind also die, mit denen wir es zu tun bekommen. Beim nächsten Mal. Sie betreten nun die Dexter Industries Forschungseinrichtung. Geil. Die klügsten Köpfe aus Industrie und Forschung. Das Unmögliche möglich machen. Yeah. Industries. Lassen Sie sich verzaubern. Geil. Oh. Eine Testanlage. Da kommen direkt andere Sachen los. Die Kluft startet zurück. Das Gemeinewohl. Okay. Okay, wir müssen herausfinden, wer Karl ist. Und, ja. Die Schockdoktrin. Eureka, er war immer ein Hitzkopf. Festgeschnallt, Unfallkill, ungesehen, ungesehen. Festgeschnallt, ungesehen. Forschung und versteckt. Forscher ruhig gestellt. Forscher versteckt, ungesehen. Level vollendet. Das ist kein schöner Tod. Oh. Ich glaube, jedenfalls mit Schweinchen. Aber das werden wir alles beim nächsten Mal erfahren. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn wir mit der 11. von 20 Missionen weitermachen. Und eine solide 800.000 auf die Matte bringen. Also, haut rein. Bis dann. Und ciao.